Ja, Leute, das hier ist eine Box. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, was ist das für eine Box? Was hat diese Box zu bedeuten? Nun, in dieser Box ist was drin und da steht sogar was drauf. Wenn wir mal genau hinschauen, Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center. Was hat das zu bedeuten? Es ist eine stylische Schachtel, hinten auch nochmal das Club Nintendo Logo und hier eine schwarze Box. Nun, ich würde sagen, wir holen die Box doch da glatt mal raus. Weil in dieser weißen Hülle sieht's nicht so toll aus, als wenn wir sie einmal auspacken. So, da haben wir sie. Die schwarze Box. Die Schatulle der Pandora. Die Box der Boxen, auf die ich lange gewartet habe. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was sich da drin befindet. Gut, öffnen wir das gute Schmuckstück doch einmal. Sesam, öffne dich. Ta-da-da-da. Ja, das ist sie. Die Gedenkmünz-Sammelbox, die man von Nintendo bekommt, wenn man die drei Spiele Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower und The Last Story rechtzeitig bei Nintendo registriert hat, gab es diese limitierte Sammelbox sozusagen geschenkt. Und ich kann es euch mal kurz zeigen. Muss sie erstmal rauskriegen. Die sind hier nämlich sehr gut reingepresst. Das hier wäre die Münze für Xenoblade Chronicles. Na, nicht so nah. Steht sogar hinten einmal drauf. Schön golden verziert. Und auch in so einer schönen Plastikhülle eingebettet. Also das haben die echt schon schön gemacht. So. Dann haben wir hier die Münze. Die sind aber echt wahnsinnig gut hier drin. Die hier vernünftig rauszukriegen, ist eine Qual. So. Dann hätten wir hier die Münze zu The Last Story. Steht hinten auch nochmal drauf mit dem Logo. Also ich finde, das hat Nintendo schon richtig klasse gemacht, so. Also ich finde, diese Münzen haben was. Sind echt stylisch. Sind vorgestern erst angekommen, aber ja, Nintendo hatte anfangs in der E-Mail ja geschrieben, diejenigen, die es halt erhalten haben oder die diese Münzen auch bekommen sollten, haben sie halt geschrieben, dass es eigentlich erst Ende Oktober kommt. Aber naja, die sind halt eher schon gekommen. Das hier wäre Pandoras Tower. Auch mit dem Schriftlogo wieder. Und mit dem Logo des Spiels, also mit dem Wappen, was die gute Helena auch auf dem Rücken hat. Aber bei Xenoblade Chronicles weiß ich jetzt nicht genau, was das Zeichen darstellen soll. Ich habe es bisher noch nicht durchgespielt. Ich kann noch mal näher rangehen. Vielleicht weiß einer von euch, wofür das Zeichen nochmal steht. Ich weiß es leider nicht. Bei The Last Story weiß ich es auch nicht gerade mehr, was dieses Wappen nochmal soll. Ich habe es zwar durchgespielt, aber ich habe schon wieder vergessen. Ja, und Pandoras Tower muss ich noch durchspielen. Aber naja, das sind auf jeden Fall die Gedenkmünzen, die man wie gesagt von Nintendo dann zugeschickt bekommt. In einer schönen stylischen Box, mit einer schönen Papphülle, wie gesagt, habe ich euch auch schon demonstriert. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie sie aussehen, für diejenigen, die sie wahrscheinlich nicht erhalten werden. Weil die werden so jetzt auf jeden Fall nicht mehr gratis verschickt von Nintendo. Das würde mich wundern. Wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr bis zu welchem Zeitpunkt die das gemacht haben, die Aktion, dass man das halt bekam. Ich glaube, ich weiß gar nicht, auf wie viel Stück das limitiert ist. Aber es ist schon ein feines Schmuckstück und es wird wahrscheinlich später einen sehr tollen Wert haben. Okay. Ja. Wie gesagt, das sind die Gedenkmünzen. Wollte sie euch halt mal zeigen. So habt ihr auf jeden Fall einen Einblick für diejenigen, die sie wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen sonst. Ja, jetzt habt ihr sie auf jeden Fall mal gesehen. Gut, das war's mit diesem Video und wir sehen uns dann bei meinen Let's Plays Videos wieder. Deswegen bis dahin, auf Wiedersehen.